Und ihr hört sie im Hintergrund, unsere Moderatorin Maren. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind mal wieder in Kolhofen. Es gibt wieder BMW Motorsport um die Ohren. Und ich fachsimple gar nicht so lange jetzt in dem Moment, denn nach dem Intro geht's schon los. So ihr Lieben, auch in diesem Jahr mächtig wieder was los bei Maren auf dem Platz. So kennt man das ja auch. So ist das auch schön. Ich schleiche mich hier mal so ein bisschen durch die Fahrzeuge. Und ich denke mal, ihr wollt ja auch mehr Autos sehen als mich hier. Und ich hoffe, ihr findet es genauso spannend, denn es sind ein paar schöne Autos mit dabei. Viel Altes, viel Neues, so muss das sein. Ein guter, gesunder Mix. Aber seht einfach selbst. Hallo.
an. Das ist klar. Weißt du? Warte, nein, nein, ich gleich mich jetzt der Jugend an. Das haben wir drauf, das lassen wir drauf. Das passt. Ja, guck mal, hier auch schön. Er wollte mal ein BMW werden. Leider war er zu flach und zu tief. Aber schön. Ah. Ja, das wäre auch was für ein Party. Kann man mitnehmen. Ich mag Lamborghini. Nee, das ist voll. Wo fangen wir denn an? Ist das Werra-kräftig? Was ist das? Ist das Werra-kräftig? Na, Fakt. Vierlarig. Teuer. Teuer. So, wir machen jetzt das berühmte Clubspiel. Fangen die Mode. So habe ich das mal getauft. Also. Kurze Erläuterung zum Spielerablauf. Wir sind zwei Mann, also ein Pärchen. Und da ist es egal, ob Männlein, Weiblein, Männlein, divers oder irgendwas anderes. Von mir aus auch der Eifelbund ist mir recht. Einer stellt sich still hin und der andere muss natürlich nach Zeit den anderen so einrollen von unten anfangen, bis er oben am Kopf voll bedeckt mit diesem wunderbaren Einpackmaterial, was uns kostengünstig zur Verfügung gestellt worden ist. Sponsor sagen wir natürlich nicht, wir wollen ja keine Werbung machen. Bedeckt ist. Wenn wir das geschafft haben, dann geht es quasi nach Zeit. Wer zuerst fertig ist, hat quasi gewonnen. Und dann wird der zweite und dritte Platz noch ausgelost, indem wir einfach weitermachen. Soweit verstanden? Alles also gut. Dann von unten nach oben, ab jetzt! So, ihr dürft ein bisschen hier anfeuern, so hey, ja, schreien und ja, bitte keine BHs werfen, danke, das hatte ich heute schon. Was? Ne, ja, natürlich. Guck mal hier, in der Mitte sieht das schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ey, jetzt sind wir wohl vier Leute. Vier Pärchen, geil. Finde ich gut. Naja, das ist das Bild hier. Was hast du hier gedacht? Vier Lage ist wirklich? Hast du das jetzt wirklich geglaubt? Ah, guck mal, jetzt hat sie, jawohl, ja. Forscher war nicht schlecht. Das hier unten ist jetzt ägyptische Mumifizierung, ha? Das sieht schon mal sehr professionell aus. Wenn er fertig ist, kannst du dich wirklich mit DHL verschicken lassen. Super. Alter, Alter. Lass dir Zeit, die anderen sind weg. Aber ordentlich, gell? Ja, also, genau. Wir wollen immer sehen, wer da drin steckt. Ich find's lustig. Also hier unten wird das sehr, sehr professionell gemacht. Dauert ein bisschen länger, die nächsten Sendungen verschieben sich bis 3-4 Stunden, ist ja klar. Wir sind ja Sebastian, mal ein bisschen, ne? Nein. Guck mal, Leute, eure Stimmung. 6-1, nein, nicht reinstecken hier. Das sind die 6-3, hört sich nicht rein. Ehrlich. Wenn du dich bewegst, bist du. Einmal frei. So, liebe Freunde, ich nehme das hier auf. Ich hoffe, ich habe von euch allen die Einwilligung, dass wir das auch senden dürfen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, schon, mach einfach. Nein, ja, schon, vielleicht. Okay, bitte nicht beides am Kreuzen, danke. Sehr schön. Ja, apropos. Aber hier sieht das schon mal professionell aus. Da unten ist man noch einmal Kniekehle und hier oben geht man schon in Richtung Kopfball. Nein, Hänge, das ist ja mal. Wenn die Rolle alle ist, muss man natürlich schnell sein und sich noch eine nehmen. Verzweifelt. Sie hat den Bogen raus hier. Ja. Aber es ist alles noch offen. Die anderen drei Pärchen da ist. Ja, weil wir brauchen ja auch 1, 2, 3. Was nur? Kommst du nicht mehr hoch oder was? Die Haare noch. Eine Runde. Ach, es stimmt nicht, was? Ich weiß. Legst du oben drüber. Einfach durch. Ja, aber da haben wir schon noch ein bisschen. Schmeiß einfach da rein ins Loch, bis der Bogen noch da ist. Und schön. Jetzt muss er noch eine halbe Stunde stehen bleiben. So. Bis die anderen fertig sind. Das habe ich noch nicht gesagt. Was ist hier los? Und ich kann nicht bis 13. Also, 1, 2, 2,5. 3. Au ja, schön. Guck mal hier. Auf hier. So, guck mal, wir sind bei Kennst du Becher? Das können wir wissen. Da kann man schon mal Applaus. Das ist der erste, der den Becher mal nicht überschrotet hat. Jawohl. Gucke. Genau. Ja. Kennzeichen? Und wie viel haben wir? Kennzeichen versus Becher halb? Was hast du für blöden Megamars? Ja, das ist, da musst du studiert haben. Nein, doch. Ja. Hab ich nicht. Ja, jetzt an. Naja, was denn? Na guck mal, da unten, da ist die Null. Da, zwischen den zwei Roten, der erste Strich ist der Null.
So, das sind 20 cm und jedes einzelne ist 1 cm. Kann man noch machen, kann man rechnen, kann man, oder? Ich will. Ach, jetzt hör doch auf, du bist doch lila Gefährder. Ist doch alles gut. Herrlich, das ist schön. Maren, Maren, das erste Mal, dass jetzt was kommt, wo sie sagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ist dran, ist null, wa? Ja, ich bin schon drüber. Na, drüber aber nichts, denn es geht das Kennzeichen. Da ist null. Warte mal, jetzt komm ich mal selber messen. Ja, warte mal, ich muss mal los. So, hinter mir der Platz ist wieder leer, das Treffen ist vorbei, erfolgreich waren wir auch. War wieder eine schöne Zeit hier in Gollhofen. Morgen geht es hier nochmal weiter auf dem Platz. Also wenn ihr das Video seht, ist natürlich das Event, das offene Markentreffen schon vorbei. Aber wie gesagt, lohnt sich immer wieder mal nach Gollhofen zu fahren und die Maren zu besuchen. In diesem Sinne sage ich Tschüss gesagt, reinjauen, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, euer Wicke. Thank you.